Wir müssen nach unten wahrscheinlich irgendwie. Ich meine, wo willst du sonst hin, wenn nicht nach unten? Warum solltest du weiter auf den Dächern rumlatschen, also? Bin ich denn jetzt? Wow, hey, guck mal, Leute, ich habe einen Bug gefunden. Aber Hauptsache die Titten wackeln, siehst du das? Okay. Dieses Spiel, ey, wirklich, das ist die reinste Katastrophe, ey. Ja, ab 18, wenn du sozusagen hier das Bild ausschaltest vielleicht, ne? Jetzt mal Spaß beiseite, aber wo muss ich jetzt lang? Also, wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich wieder... Ich muss nach unten wahrscheinlich in diese Fabrik da rein, da war auch noch irgendwas, oder was das war, Industriehalle, irgendwie sowas. Jetzt bin ich hier, aber, hä? Aber ich komme ja noch nicht weiter. Bin ich jetzt in der Falle oder so? Warum ich das da hochklettern oder was auch immer das ist? Das Häuschen. Was ich halt komisch finde, jetzt mal ganz ehrlich, was ich halt sonderbar finde. Also ganz sonderbar. Da geht's doch runter, oder nicht? Bin ich so komisch? Kannst du da das Fenster am Dach? Welches Fenster? Ich weiß, auf der Schräge, auf der Dachschräge, ne? Ja, eben nicht. Ich rutsche immer ab. Ich rutsche immer runter. Was habe ich jetzt mir eingebrockt hier? Also durch die Türen kann ich auch nicht, das ist halt... Ich habe mir Wasser eingekippt, Lara stöhnt und ruft Hauptsache die Bubis wackeln. Naja, ist doch so. Was soll ich sagen? Das war scheinbar wirklich die Priorität. Die hatten keine Zeit, irgendwas zu programmieren, aber das Spiel mal zum Laufen zu kriegen. Da ist es hier schon wieder ein Bug oder so. Weil, ehrlich mal, Leute. Aha, von da innen komme ich hier raus, okay. Dazwischen bei der Leiter links. Was meinst du denn? Die Fenster, die schrägen gehen zumindest nicht. Bei der Leiter links. Ich weiß es nicht. Ich bin ja irgendwie gerade noch Falle. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Noch kaputter als es schon ist. Das Problem ist, ich kann ja jetzt ja nur noch nach unten. Das ist ja der einzige Weg, was ich hier machen kann, oder nicht? Ich kann durch kein Fenster, egal was ich jetzt hier mache, wenn ich runterfalle, bin ich tot. So, rechts runterrutschen kann ich nicht, da backt das Spiel sich wieder fest. Da ist so eine dunkle Stelle gegenüber von dem Fenster am Dach. Ist es das? Also Juno, ich weiß gerade nicht, was du meinst halt. Oh, warte mal. Warte mal. Dort, wo du drauf stehst, unten drunter. Dort, wo ich jetzt draufstehe, unten drunter ist irgendwas. Okay, dann muss ich nochmal unten klettern. Oder was meinst du jetzt? Also, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was du meinst, muss ich sagen. Dunkle Stelle? Nein, Lara, nicht wieder hoch. Also, wenn du dieses hier meinst, diese dunkle Stelle da oder so, da komme ich nicht durch, ne?
Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss jetzt, ehrlich. Nee. Ich glaube, wir haben uns ja irgendwie festgebackt. Ich weiß auch nicht. Lade ich mal den Spielstand hier, wo wir da unten sind, irgendwie. Ich glaube, da war wieder irgendwas falsch. Also würde mich nicht wundern. Also ich glaube, ich muss ja auch mit sehr viel Speicherständen arbeiten. Scheint mir so. So, jetzt gehen wir mal hier in die Ritze rein. So, ja, okay, hier haben wir, da können wir uns theoretisch nach oben begeben. Das wird schon seine Richtigkeit irgendwie haben, aber gerade hat das nicht ganz funktioniert. Ja, ja, schön für dich. Also wirklich, wir sind gerade mal im dritten Level oder so. Das ist so ein verwirrendes Level-Design hier. Eins ist ducken. Was zum Beispiel ist denn hier unten? Kann ich ja hochklettern. Ich meine, weiß einer von euch, wo wir lang müssen? Ich meine, ist eine lustige Frage, ne? Offensichtlich nicht, aber weiß ja keiner. I reckon I'll make it across. Ach, jetzt krieg ich plötzlich einen Tipp. Okay. Nett. Ich glaube, ich schaff mal, ich komm da drüber. Aber hier will sie noch nicht hochziehen, okay. Lieber die Arme ausleiern, das ist natürlich gesünder. Was für ein komisches Level hier. Also. Weil es ergibt halt, also rein von der Logik her ergibt es halt keinen Sinn, dass wir dauerhaft mal oben klettern wollen. Aber sonst hätte die jetzt ja nicht gesagt, naja, ich denke schon, dass ich hier rüberkomme. Alles gut hier. Können wir hin. Ich will das machen. Ich will da rübergehen. Ja, und hier sind wir auch richtig, denn da ist eine Tür. Scheinbar, die wir nehmen können. Mein Gehirnplatz. Ich hätte mir schon die Arme ausgeladen, wenn ich versucht hätte, mich da festzuhalten. Ja. Dito. Mach auf. Wie wir alle zum Einklang Dito sagen. Okay, zwei Türen. Das ist immer schön. Die eine Tür möchte Lara aus irgendeinem Grund nicht öffnen, obwohl sie den Hebel hat. Oder Hebel, so eine Stange hat. Die andere schon. Wir scheinen aber jetzt endlich mal richtig zu sein. Meine Fresse. Ich hab trotzdem keine Ahnung. Lara, wo zum Fick läufst du lang? Was ist... Hallo? Lara? Bist du betrunken? Du sollst nach oben laufen. Danke. Mach uff. Das Brett. Ja, lass mich raten. Jetzt kommen wir nämlich wahrscheinlich da hoch. Aha, guck mal. Siehst du? Jetzt sind wir in diesem kleinen Kabuff und können das Ding von innen öffnen. Das ist auch bescheuert hier. Das heißt also, wir sind wirklich in eine Sackgasse gelaufen. Das wurde jetzt so programmiert, dass man da theoretisch in eine Sackgasse laufen kann. Das ist natürlich sehr, sehr toll, ne? Aber Laras Brüste wackeln, das ist die Hauptsache. So, von da sind wir gekommen, glaube ich, oder? Glaube ich. Yeah. Also, ich verstehe nicht, wo die Logik hier hinter ist. Also, manche Türen lassen sich öffnen, die solche Dinger haben, manche nicht. Also, das ist irgendwie so total random, so wie das Spiel gerade lustig ist. So ist es mir. Hey, speichert, warte mal, nee. Yes, please. Nun. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ist das nicht schön, oder ist das eine andere Gasse? Hier sieht alles so gleich aus. Ekelhaft! So. Ja, du hast es provoziert, wie gesagt, ne? Wahrscheinlich warst du nur Gassi, oder so. Ich weiß nicht, was für eine doofe Feuerleiter. Wenn die brennen, sterben trotzdem alle durch den Sturz, ja. Ich habe dieses Level gar nicht so lange in Erinnerung. Irgendwie... Dachte ich immer, das läuft irgendwie 5 Sekunden. Ja, ne. Was? Hä?
Oh, leck mich doch am Arsch, sind wir wieder hier. Nee, komm. Leck mich am Bürzel, bis es blutet hier, wirklich, so. So, das heißt, wir müssen doch da nach oben irgendwie. Oder was ist jetzt hier Phase? Viele Wege führen nach Rom, ja, das sehe ich. Das sehe ich. Aber jetzt sind wir... Ey, ich krieg die... Ich weine. Okay, gut, dann laufen wir jetzt hier zurück. Alles wunderbar, aber was bringt uns das? Also... Ist er trotzdem nicht hinbekommen. Ja, da liegt ein paar Pillen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Leute. Kann man eh nochmal wirklich sagen, wo wir lang müssen? Also jetzt mal ehrlich. Das ist ja unzumutbar hier. Also das Spiel gibt ja auch keinen Tipp, wo es lang gehen könnte. So, was ist meine? Also. Durch die Tür da kommen wir nicht rein. Der Sprung hier ist halt viel zu weit, also. Nach. Dankeschön. Danke. Bevor ich mich hier noch weiter abmühe. Das ist halt wirklich komplett unklar. Ah, ich kann mir jetzt meine Dublonen aufsammeln. Das Leben ist schön. Oh, das ist das Spiel auslaufend. Ich habe das Gefühl, wir müssen gar nicht hier oben lang. Also, wie gesagt, weil wie sollen wir ja faktisch vorankommen? Hier werden wir nur nach unten fallen, das wollen wir auch nicht. Können wir in der Gasse unten irgendwann. Hier ist auch noch. Das waren nochmal Duplonen, sondern vier Duplonen liegen hier rum. Dahin? Warte mal. Warte mal, ich will mal das versuchen. Das sieht aus, als ob ich da hinspringen könnte. Ob ich von da gerade komme? Nee. Nee, von da bin ich gekommen. Du bist, glaube ich, richtig dort oben bei dem Häuschen. Ja. Aber wie weiter? Ich meine, es ist ja schön, wenn ich da richtig bin, aber... Hm. Da gibt es im Zaun eine Öffnung. Ich nicht. Ist das so? Wo ist denn die Zaunöffnung? Ach, willst du mich verarschen? Ich war doch schon da unten! Du warst gerade da unten, Lara! Das war doch der gleiche scheiß Container, oder nicht? Oder fast zumindest. Oh Gott, ich muss es nicht verstehen. Ich muss dieses Spiel nicht verstehen. Ja. Sehr schön. Und abgehängt. Hat sie gut gemacht, ne? Muss man eigentlich mal sagen. Margot Cavier. Mhm. Margot, guten Tag. Who is it? Mademoiselle Cavier, it's Lara Croft. I need your help. Miss Croft, I recognize you from photos and Werner's description. Come in. Thank you. Eine alte Liebschaft von Werner wahrscheinlich, ja? Ah, ja. An evil night to be out alone, Miss Croft. Our streets are not safe anymore.
Mademoiselle Carvier, I have just come from Werner's apartment. And how is Werner? I'm afraid Werner is dead. Ja, ich habe ihn umgebracht. Was nehmen wir denn jetzt? I have, yes and I don't have the time. Also ja, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde überall in Paris verfolgt. Kann ich ihnen irgendwas bringen? Ja klar, ich renne einfach rein und sage, wisst ihr was? Ich bin übrigens gerade von der Polizei verfolgt, ich bin eine Mörderin, ja. Die Synchro ist ja furchtbar. Du meinst von der Französin? Das ist doch wunderbar. Das wäre great. Also, no, what you mean? Ja. Hat Resident Evil 1 Vibes, ja, so ein bisschen, ja. Nein, ich werde nicht erzählen, dass ich hier verfolgt werde. Das untere, nehme ich. Can I get you anything? How was Werner killed? What happened? It's all a bit vague. I arrived at his apartment today from London. He was babbling with fear. He said he tried to contact you. He did. I never expected that. Not after Egypt. Werner has been fearful for his life. He accepted a commission 5 weeks ago. Since then, he's been acting strangely, jumping at shadows. He even left a package with me for safekeeping. Ja, Altersdemenz. Was soll man sagen? Okay, also Lara jetzt mal, falls das jetzt nicht verstanden wurde, sagt von mir so, naja, ich bin da angekommen, der hat ein bisschen verwirrt gewirkt, irgendwie ist auf Schatten zugesprungen und so. Also Altersdemenz wird sein, ja. Kannst du bitte das Ganze in diesen Akzent machen? Na, ich glaube, das wird aber auf Dauer etwas nervig werden, oder? Ja, ein Paket. Können Sie mir erzählen, wofür das Paket ist? La Fromage, La Garage? Package? His notebook. Addressed to you. Oh. Who was the commission from? Ein Notizbuch. The client's name was Erkhardt. He wanted Werner to research something called the Obscura Paintings. Werner approached me at my department at the Louvre. Ah, okay. Aha, also ein Notizbuch, das wurde irgendwie von einem Typen namens Eckhart, der wollte, dass es an mich übermittelt wird, scheinbar, so ich das verstanden habe. Und da geht es um die Obscura-Bilder, was auch immer das ist. Obscura-Bilder? Obscura-Paintings. 5th-15th century images, thought to be linked to alchemy and the dark arts. Alchemie und dunkle Künste. Were you able to help him? A little, I think. Poor Werner was clearly terrified. Weißt du, es tut mir leid, dass ich gerade nicht so ein Mitleid mit Werner habe. Der Alte hat mich zum Sterben lassen in Ägypten, ne? Also, der... Ich meine... Ich wollte nur mal... Wäre die Spielreihe nicht so erfolgreich gewesen, wäre das Ende von Lara gewesen. Und da wäre Werner dafür verantwortlich gewesen, mich umzubringen. Oder, dass ich tot bin, meine ich nicht. Mich umzubringen. Ich meine, er hat Leute auf mich gesendet, die mich umbringen, aber... Ich bin am Ende des Tages anders gestorben, aber ich lebe ja scheinbar noch, also... Was ist Leben, was ist Tod? Ja. So, Werner... Lässt sich nicht so einfach erschrecken. Ich frage mich, warum? Können wir uns mal ein bisschen beeilen? Ja, beeil dich mal, Alte, hier, verstehst du? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, Werner konnte man nicht so leicht erschrecken, oder? Werner didn't scare easily. He felt he was being stalked. He could well have been. The monstrum is running around Paris. According to the press. Was? You mentioned Werner's notebook earlier, mademoiselle. His field notebook. He said he wanted you to have it if anything happened to him. If he left his notebook, he was spooked. You still haven't explained what happened. Oh, sei nicht so aggressiv hier und so nervig. Er hatte sich ja die größte Mühe gegeben, mich zu retten, wie wir uns erinnern. Na klar, nehmen Sie meine Hand. Nehmen Sie meine Hand. Na, zu spät. Ich laufe mal weg, ne? Ja, da waren Schüsse. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Das klingt auch sehr vertrauenswürdig. Da würde ich auch sagen, okay. Polizei, ich rufe die. Das klingt beide scheiße. Wir haben uns gestritten, das klingt ja noch schlimmer. Da ist ja der Verdacht sofort auf mich gelegt, oder? Wir haben uns gestritten, daran kann ich mich erinnern und dann ein Schuss. Ne, immer lieber das Erste. Ich werde mal das mit den Argumenten so ein bisschen, ne, mit dem Streit etwas ausblenden, ja. There was gunfire. That's all I can recall. Gunfire? Then they were shot? Did you kill him? I can't remember. It's all a blur. Miss Croft, I strongly suggest that you talk to the police. Nee, nee, da habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich Werner getötet hätte oder töten wollte, hätte ich schon in Ägypten getan. Ja, warum rede ich eigentlich so offen mit dieser alten Frau? Mir wäre es nicht sinnvoller, wenn ich mich mal ein bisschen zurückhalten würde und nicht so direkt sagen würde, aber wisst ihr was hier übrigens, ich habe potenziell Werner abgeschlachtet, ne? Vor allem, was ist denn das mit diesem Monster? Habt ihr das gerade mitbekommen? Das Monster, das durch Paris läuft irgendwie, laut der französischen Presse, okay? Mademoiselle, ich war ein guter Freund von Werner. Ich hab ihn nicht getötet, hab ich nicht.
Hören wir mal das, ne? Das ist sehr vertrauenswürdig. Gerade wir wissen ja, wir haben so die beste Vergangenheit mit Werner, ne? Wir sind Best Buddies. Also es gibt keine bessere und stärkere Freundschaft als das, ja? Mademoiselle, I was a good friend of Werner's. I didn't kill him. I didn't. Natürlich. If you say so. Do you have the notebook? I do. It's safe for the moment. Oh, okay, sie will sich rausrücken. Und dann drohen wir ihr doch mal, ne? Dann schlage ich halt vor, dass sie mir das jetzt rausrücken, sofort. Oder ich brauche wirklich Werners Notebook. Na, ist ja egal, was ich jetzt drücke, ich hab's eh verkackt, oder? Die wird mich wahrscheinlich abknallen oder so. I really am going to need Werner's Notebook. Somebody killed Werner. You say you don't remember clearly what happened. Perhaps the police are right in suspecting you. I never killed Werner. I think you better leave, Miss Croft. The notebook? I'm not sure this is the right thing, but I must respect what Werner wanted. Oh, das ging einfach, als ich dachte. The right choice, Mademoiselle. Warum ist denn so aggro drauf, sag mal? The police will be here in a minute. Ach schön, Polizei ist auch noch da.